Wenn sie hier hinten kein Kano ist. Hier ist eine Ruine. Okay. Oh, ich glaube, hier ist das Nest, von dem du geredet hast. Na, ist der da hinten? Ja, dem einen. Trotzdem. Okay. Was denn, ist hier eine Ruine, und in einer Ruine könnte manchmal eine Truhe sein mit so einem Pergamentding, und wir haben rausgefunden, diese Pergamente geben Erfahrung, wenn man die findet. In den Ruinen. Ja, hier ist einer. Das sind Ruinen. So ein Pergament, oder was? Hm. Ich sag mal, mit dem muss ich mal mit hinnehmen, irgendwann in der Weinflug. Man kriegt da halt einen echt guten Erfahrungsschub. Teilweise halt so in den niedrigeren Leveln kann es bis zum Level Up schon gehen. Hatte ich halt durch zwei Pergamente zwei Level Ups, weil ich was haben wir? Blueprint, einfache Gewehrmunition. Nun ja, falls du jetzt zum Beispiel dir ein Sturmgewehr machen willst, musst du die Munition dazu nicht mehr lernen. Ja gut, und ja, das ist auch wieder recht. Guck mal, so in den Abwürfen ist da drin, was so in dem Levelgebiet so hin und her geht. Ich hab noch die Lieben, die ich brauch, die. Wenn ich da noch rankomme. Ich muss gucken, also ich finde jeder Bauplan an sich eigentlich schon mal von vorne her gut. Ja, ja klar, jeder Bauplan ist schon mal ein Vorteil. Jetzt am besten einen Bauplan für einen Kompositbogen und dann bin ich zufrieden. Ja. Dann muss ich keine 7 Level-Ups geiern. Wenn ich danach 5 Level-Ups geier. Und dann noch bei 20. Oder hast du eine Ahnung, was das Max-Level ist? 90, glaube ich. Ich bin auch die ganze Zeit von 90 ausgegangen, aber wenn wir mal ehrlich sind, würdest du ein Spiel machen, wo das Max-Level 90 ist? Ich würde 100 ja, nehmen. Um die 100 vielleicht noch reinzubringen. Was haben wir? Ja, ich darf meinen Controller gegen die Wand. Nicht, dass du dabei zuguckst. Das glaubst du mir nicht. Ein Kompositbogen, oder was? Nein, also, wenn ich so sagen würde, ich darf meinen Controller gegen die Wand, würde wenn dann daran liegen, dass ich halt mich über etwas aufregen würde. Okay. Ein blauer Flugsaurier-Sattel. Ja gut, da würde mich das auch drüber aufregen. Da haben wir noch einen Flugsaurier-Sattel im Petto, ne? Ja, vielleicht finden wir noch einen. Wäre doch geil. Dann hätten wir dann halt schon einen zweiten Sattel, dann hätten wir direkt einen zweiten Flugsaurier. Wäre auch gar nicht so verkehrt. Ja, hi. Ich bin wegen Netzwerkfehler aus der Party geflogen. Ah, okay. Ich habe eine gute oder eine vielleicht nicht ganz gut. Ich glaube, ich lege. Was die gute Nachricht? Hä, bin ich nicht direkt über unserer Base? Ich sehe gerade nichts. Ja, klar, hier ist unsere. Fuck, der Netzwerkfehler hat auch das Spiel beeinflusst. Jo, ich bin rausgeflogen. Was war die gute und was war die schlechte Nachricht? Das hat sich erledigt, weil ich dachte, die alle sind weg, aber das lag einfach daran, weil sie nicht geladen wurden. Vielleicht sind sie nicht weg. Die schlechte Nachricht, bei mir wurde der fucking Server nicht geladen. Ach so. Das ist ärgerlich. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich im Flug auf dem Flug Dino auslogge.
Werden wir gleich sehen, wenn du wieder einloggst. Wenn er gleich steht, ich bin gestorben, wissen wir, dass ich anscheinend wohl runterfalle. Bisher stand da noch nichts, also. Dann sind wir mal gute Dinge. Gut, der Vorteil ist, es ist spät. Da sind nicht so viele Leute auf dem Server, also muss ich jetzt nicht so davor sitzen mit geht runter, geht runter, geht runter. Ich muss schnell einloggen. Die Frage ist nur, wo wirst du ausgelockt? Also, wo bist du gestorben? Allein weil du einen Sattel dabei hast, einen blauen. Bin ich gestorben? Bis jetzt habe ich nichts gelesen. Ich war mal ganz kurz im Menü gewesen, aber ich habe nichts gelesen. Ja, also der blaue Sattel ist im Petri schon drin. Ach In so. der Hütte Rüstung. Das Ding hat doppelt, mehr als doppelt so viel Rüstung als ein normaler Sattel, deswegen. Ach so, ja gut, ne, dann klar. Gut. Ja. Das Spiel braucht eigentlich immer ein kleines Moment, bis der Charakter im Spiel auch ausgelockt ist. Also, wenn alles gut läuft, könnte ich jetzt gleich einfach so auf Petri wieder im Spiel sein. Wenn das Spiel nicht so lange zum Einloggen bräuchte. Alter, ist ja ein großer Adler. Der ist verdammt groß, der ist tot. Oder ist einfach nur ein normaler Adler und der wirkt so groß. Nee, doch, ist ein normaler Adler. Ist auf der Mauer gestorben. Hat er mir gegeben? Rohes Filet habe ich bekommen. Über 20 Fleisch, Alter, hat der gut Fleisch gegeben. Können wir das spielen? Wie abgespielt, glaube ich. Wir starten mal Lass uns neu, mal ne? starten. Ja. Bis jetzt ist Petri nicht gestorben und du bist nicht gestorben. Also immerhin seid ihr beide irgendwo und nirgendwo. Das wäre einfach so fies. So einen zweiten Sattel noch gefunden. Auf dem Rückweg. Petri sterben, ich sterben. Na Mann, das wäre richtig mies. Und Petri hat nachgewiesen, dass Leben erleichtert. Ja. Suche nach Server. Manuelle Eingabe 1, 8, 4. Ich glaube, du hast doch mal, glaube ich, in dem Video mein Inventar da aufgenommen. Hat, glaube ich, mein Fernrohr genommen, weil es ist irgendwie weg. Ich habe alle Sachen nur noch mal aus meinem Fernrohr. Ich glaube, das Fernrohr liegt in einer der zwei Kisten auf der New Ark. Ach so. Aber ich sehe auch euch nicht, Und ja, weiß das ist mir im Nachhinein mal aufgefallen. Tut mir auch leid. nicht, wie. Nichts passiert, ich wackel nur gerade, wo du bist, weil ich sehe halt weit und breit keinen. Entweder bist du halt weiter weg, dass er noch nicht lädt von hier. Aber. Ja, sehr, sehr gut wäre es, wenn er noch vor dem Abflug die Verbindung verloren hätte oder ich ins Wasser gefallen bin und gerade langsam am Ertrinken bin und Petri oben in der Luft so schwebt und sich so denkt. Ha, ha, interessant. ja. Würde ich den Vogelfieh auch zutrauen. Insgeheim willst du uns wahrscheinlich töten. Ja. Ja, nicht gelesen. Dein Pteranodon versucht dich heimlich zu töten. Wo zum Fick bin ich? Wo zum Fick ist Petri? Bist du mal nicht auf Petri, das? Ach, der. Ich glaube, der schwebt oben in der Luft. Ah, da ist er. Okay, ich bin auf ihm. Es ist alles okay. Wir beide sind noch am Leben. Und da hinten ist ein Abwurf, den ich mir kurz einkassiere. Hol ihn dir. Entweder lila oder lila. Lila, oder? Lila.
Ich kann Lila und Rot hier im Spiel echt nur schlecht unterscheiden, was für ein Ja, Spiel das ich ist gerade manchmal echt drauf bin. richtig, richtig komisch, ey. Wir haben hier Bluefrei Dinosaurier Torbogen und Bluefrei Ankylosaurus. Okay, Ankylosaurus ist schon mal gut, weil es dann. Du hast ihn ja zwar gelernt, aber trotzdem ist es nicht verkehrt wahrscheinlich, die trotzdem noch zu haben. Ich bin ja nicht immer da. Was Nö, hat die das Dino? Feiertage versuche ich natürlich auch ein bisschen anzukommen, ne? Dino Torbogen? Glaube ich. Ja, Dinosaurier-Torbogen, also das ist total unnötig, das habe ich gelernt. Ja, ich habe auch. Also ich habe nur das Innen, das Tor gelernt, weil den Torbogen habe ich auch als Blueprint. Aber dann, ey, da ist wieder ein lila Abwurf gekommen. Okay. Was die haben, Leute, ihre Base sind so richtig geil im Ort gebaut, also hier geht es so in einem Kreis so Felsen runter mit Ja. ja zwei Wegen rein. Jetzt haben sie einfach die drei Wege, die drei Wege mit Toren. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Internet. Ich habe die auch so nachts ab und zu so Router resetzt hatten, das habe ich zumindest. Also manchmal, heute Nacht war es auch nicht. Aber bei mir ist oft immer so, dann fährt er runter oder fährt manchmal zweimal runter oder so. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht aus dem Spiel gekickt werde. Ich konnte landen, das ist etwas, was ich vorhin nicht konnte. Ist so Ich gemein was. flieg so gut es geht im Bodenmeer. Also wie gesagt, hier haben Leute in so einer Schlucht mit drei Zugängen, die Zugänge einfach mit Toren versperrt und sich dann in der Schlucht breit gemacht und die bekommen hier echt überall direkt in der Schlucht, direkt dann und zweimal direkt daneben Abwürfe. Und wenn ich jetzt gucke, ich habe drei Abwürfe bei denen gesnackt und alle drei waren Lieder. Ja, es gibt schon gute Orte auf jeden Fall. Es gibt ja auch viele, die sind gar nicht doof. Das wäre auf der alten Base ja auch so gewesen. Du kannst ja theoretisch gesehen, kannst du ja, da wo der runterkommt, du auch praktisch Verwirrung getötet. Nein! Oben an der Baum. Am Tor. Aber wir brauchen doch ganz viel Team. Okay, das ist Fuck. gut. Der ist direkt oben am Eingang. Beim Tor? Gerade beim Tor und raus kommt direkt links. Muss ja eh jetzt. Nein, Skorpione halten ja gar nicht so viel aus. Oder das heißt, Einschläfern ist halt das. Miese, ja. Ich guck mal, ob ich aus der Luft kämpfen kann. Und dir somit helfen kann. Ich muss nur, dass man auf ein Zeug kommt, ist eins. Also ich mache so die ganze Zeit Sturzflugangriffe. Der trifft mich nicht und ich glaube, ich treffe ihn. Es gibt immer so ein Treffgeräusch. Okay, jetzt hat er getroffen, aber das hat echt nicht viel Schaden. Achtung, greift mich ab. Okay, ich werde Petri landen, weil irgendwie verliert er gerade sehr schnell rohes Fleisch. Kämpfen ist vielleicht auch keine gute Idee.
Ich meine, wenn ich meine Leiche oder meine Tasche sehen würde, falls der mich gefressen hat, wäre echt geil, weil ohne Sa aber der wäre etwas. Sag mal, hast du dich mal gefragt, ob es auf dieser Insel T-Rex gibt? Nein, noch nicht ganz. Also ich habe meine Tasche gefunden, aber das Problem ist, dass ich nicht abnehmen. Ja, das ist schon da. Also, ich habe gerade einen T-Rex Level 30 und T-Rex Level 10 gesehen. Achso, da drüben. Ah, fuck! Hilf mir! Warte, mein Zeug ist hier, ich hab's. Ich kann nichts dagegen machen, einfach. Los, lass mich von mir weg. Vielleicht tötest du ihn. Oh nein. Oh, ich bin nur eingeschlafen. Alter, fuck, war das knapp. Oh fuck, wenn so ein T-Rex runterkommt. Ja. Knack. Aber da war Chitin drin. 4 Stück habe ich schon mal bei einem beim Töten bekommen. Also das ist echt schön, weil meine Benommenheit einfach steigt weiterhin. Kann mein Menü nicht mehr öffnen. Ich liege einfach neben mich rum, ich kann so ein bisschen rumgucken. Ja, ich auch. Wäre ich jetzt auf Pilzen, könnte ich noch die schönen Farben genießen, die hier die ganze Zeit blinken. Oh, es nimmt ab. Endlich. Mal vor, wir würden jetzt so, wir liegen so in dem auslaufenden Gift, deswegen geht die Benommenheit nicht weg, weil wir als weiterhin das Zeug einatmen und in uns kriegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bekomme Schaden. Nachgucken kann ich aber auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass mein Leben runtergeht weiterhin. Ja, aber dieser eine Benommenheitsball wird auch weniger. Mein Lebensbalken ist noch, glaube ich, noch ein bisschen, oder ich denke mal, mein Bildschirm ist noch nicht rosa, da stirbt man ja meistens kurz davor. Also, mein Bildschirm blinkt die ganze Zeit rot. Okay, meiner nicht. Zum Glück. Ist bei dir die Benommenheit auch ganz voll gegangen oder noch bevor es ganz voll war Nein, runter? also der Mitte ist wieder runter. Ja, das ist so voll Glück. Bei mir steigt so die ganze Zeit, es steigt, dann ist es ganz voll. Ich bin Dann wach. hat das aufgehört, lila zu blinken und es hat angefangen rot zu blinken und jetzt sinkt es. Aber ich könnte schwören, dass mein Leben auch langsam sinkt. Ich wache aber gleich auf. Hallo, Bitches. Ich bin da. Warum läufst du nicht direkt hier? Ja, weil ich den Berg nur wegmachen wollte, habe ich mich gerade gestört. Aber der Skorpion ist weg, oder? So. Ja, den hast du schon abgebaut, so. Mit dem Schlag, okay. Warte, brauchst du 4 Chitin? Brauchen wir das noch irgendwie? Oder soll ich sie geben jetzt schon, oder? Lager es erstmal ein. Brauchen werden wir es noch, aber ich habe keine Lust, jetzt so extra alles vorzubereiten, nur für 4 Chitin. Okay. Jetzt Jetzt brauchen wir brauchen wir dann. das Achso, Peacekeeping. achso, stimmt, wir brauchen ja gar nicht mehr so viel, weil wir haben ja. Den Sattel haben wir ja schon. Es ging ja um den Sattel. So. Oder haben wir das Team für was anderes gebraucht? Chitin brauchen wir für Zement. Ah, Zement, okay. Wo zum Fick ist Leder? Shady ist Level 50, yeah! Aber ich muss sagen, seitdem wir hier wohnen,
ist irgendwie am Anfang waren die auch häufig Parasaurus und so, die noch freundlich waren. Mittlerweile läuft ja nur alles böse rum. Skorpione, Säbelzahntiger, wo die auch abgenommen haben. Ja, unsere Mauer ist auf jeden Fall schon mal besser. Es wechselt ja, also es kommt ja immer so ab und zu, wie wann Tiere kommen. Weil es spawnen auch mehr Allosaurus, wenn in der Gegend hier, wenn halt denn halt Spieler sich hier ansiedeln, so dem Motto, wenn halt keine Spieler hier ansiedeln, gibt's halt keine oder wenige Allosauren. Und sobald hier vielleicht Spieler sind, kommen die vielleicht mit der Zeit. So ein bisschen das schwerer zu machen vielleicht. Die Allosauren sind übrigens doch noch da. Ja. Und da hinten kommt irgendein Abwurf, den ich bekralle. Blau vielleicht, ich kann es nicht sehen, Gamma ist so hoch. Eben meistens auch so. Meistens kann ich die gar nicht auch, kann ich es auch nicht sehen wegen der doofen Kammer. Bist du ein Rex? Wenn ja, möchte ich dich sehen. So ein Rex hätte ich auch Rex gerne. Level 20. Alter, den müssten wir sofort sehen, theoretisch. Ja, ein Rex der ist schon. Weiß. Was? Der weiß? Ist weiß mit so einem schwarzen Streifen auf dem Rücken und ein paar Flecken. Oh, den brauchen wir. Ein weißer T-Rex, hallo, ein Albino. Das ist ja. Das ist ja schon allein ein Grund, ihn zu zähmen. Und natürlich beim Abwurf ist ein anderer Rex. Level 20 hast du gesagt, ist der. Der ist auf der Insel fest, da kommt er nicht runter. Technisch gesehen, ja, ist eine Insel. Wollen wir vielleicht auf das Boot des Ballistic Dick bauen? Und mit Betäubungspfeilen und dann mit dem Ballistik-Truff-Balle, also mit dem Ballistik-Truff, dann Pfeile-Truff und dann, den töten, dann den zähmen, versuchen zu zähmen. Wow, wir haben zwei Kanus mit einem Rex so in die Mangel genommen und getötet. Und gefressen. Warum müssen die Raubfahrer immer fressen? Ich würde wie so ein Asgai eigentlich gerne mal dahin fliegen und das Leder kassieren. Ja, das ist ja geil. Wenn das gehen würde. Was haben wir? Blueprint Wasserglas. Gibt mir bloß nichts so tolles Spiel. Ja. Also der weiße Rex ist immer noch hier. Ich weiß gar nicht. Ich kann mal nachgucken, wie viel. Wie das so aussehen würde, einen weißen Rex zu sehen. Was wir brauchen. Mhm. Im Groben. Wäre nicht schlecht, ja. Okay. Level 20. Holy shit. Was denn? Also in Larkobern wird gesagt, so bis an die 500. Was an sich ja wenig ist. Mhm. Aber ich kurz was machen muss. Muss was umstellen. Oh ne, 1500. Narkobären? Narkobären. Beispielsweise. Der 10-Prozess würde 4 Stunden dauern. Also Narkobären wäre kein Problem, weil auch wenn es so viele sind, könnten wir die uns holen. Wir haben ein kleines dickes Problem, mein Freund. Wir haben ein richtig dickes Problem, mein Freund.
Wir haben Hat einen mir nicht die T-Rex. Allosaurus. Wir haben einen T-Rex in Was? der Base. Level? Sehe ich gerade nicht. Aber er ist schon in der Base. Und der kommt sogar zu unseren Dinos. Der ist bei unseren Dinos. Wie läuft der weg? Ne, der wollte. Scheiße. Ich wollte nicht den T-Rex. Du hast Pudding getötet. Ja, war der letzte kurze Schlag, sorry. War keine Absicht. Alter, dieser Scheiß. Oh, alter Dreck. Ich kann den Ort nicht wechseln. Ich will nicht dahin. Nein! Er hat den Ankilo getötet. Scheiße. Boah, fuck. Ich muss woanders das spawnen. Ich konnte oben nicht mehr aussuchen. Jo, der Falk ist auch weg. Ja, wir werden alle sterben. Vielleicht wird auch jetzt selbst Stego sterben. Na toll. Alle Dinos weg, die wir haben. Nein! Oh, Petey macht nichts Dummes. Wenn ich so richtig Glück habe, kann. Ein Rex ist wirklich eine Hardcore-Tötungsmaschine. Ja. Oh, mein Boom ist abbrochen. Ja, ich bin ganz schuldig, auch wenn ich nichts anrichten kann. Ich muss mich jetzt mal töten lassen. Ich bin nicht da vorne. Achso. Ja, ich muss auf der anderen Insel spawnen, weil ich auf einmal, weil ich falsch spawnen habe, geklickt aus Versehen. Fuck, ich kann nichts machen. Und ich werde gleich verrecken. Wenn ich schon verrecke. Nicht kampflos, okay. Ich wollte, hab eigentlich gehofft, dass er sich auf die Dinos gerade konzentriert und ich jedenfalls noch einen Schlag mit meinem Schwert machen könnte. Aber das war irgendwie Fernplatz. Super, es leben nicht mehr so viele. Da sind sie alle gestorben. Ich komme nicht an mein Zeug. Oh cool, er hat Petri getötet. Nicht meins, das war gar nicht meins, das war irgendwie machen. Nein, das war irgendwelche Bärenscheiße. Ich dachte, mein Zeug wäre das gewesen. Wäre so schön gewesen, hätte noch zu helfen. Wo ist mein Zeug? Auch nicht mein Zeug. Nein, jetzt. Ist doch Abfuck. Das ist echt Abfuck. Ach komm ey, 110er T-Rex. Nein, ich kann keine Fälle machen. Und der Typ.
Aua. Ja, nimm mich.